willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Enola Holmes. Das ist ein Netflix-Film, der seit dem 23. September bei Netflix verfügbar ist. Es ist eine Eigenproduktion, das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass der Film irgendwann von Netflix verschwindet. Ebenfalls nicht verschwinden tun meine zwei Gäste heute. Einmal der Paul. Hallo, Paul. Hallo. Und der Dominik. Grüß dich, Dominik. Hi, nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. Denk immer dran. Oder so, genau. Ja. Dominik, wenn du schon gerade in Redelaune bist, dann kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, worum geht's in Enola Holmes? Na klasse, ey, jetzt haben wir keinen Christopher hier. Also so komplex ist die Handlung auch nicht. Nee, so komplex ist die Handlung wirklich nicht. Ja, Enola Holmes ist die jüngere Schwester von Mycroft und Sherlock Holmes, also halt dem berühmten Meisterdetektiv und seinem Bruder. Die wächst allerdings relativ weit ab der beiden auf in einem Landhaus, zusammen mit ihrer Mutter, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hat. Und eines Tages verschwindet ihre Mutter und ihre beiden Brüder kreuzen auf und wollen sie in ein Internat verfrachten. Da hat Enola aber auf Deutsch gesagt keinen Bock drauf und haut lieber nach London ab, um selber das Verschwinden ihrer Mutter wortwörtlich unter die Lupe zu nehmen. Ganz genau. Das ist die Handlung und ich dachte auch, dass das halt die einzige Handlung ist, die der Film erzählt. Ja. Aber dann würde ich sagen, nach gut der Hälfte, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, wird dann ein Subplot genommen und so weit ausgebreitet, dass die Suche nach der Mutter eigentlich nur noch Beiwerk ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wobei, ich hätte gesagt, das geht schon vor der Hälfte los. Also ist dieser Subplot wird schon relativ früh eingeführt. Es geht darum, ja, dass Enola bei ihrer Flucht nach London einen jungen Lord kennenlernt, der gejagt wird und sie hilft ihm ein wenig, seinen Häschern zu entkommen. Und diese Geschichte des vermissten Lords wird halt zunehmend wirklich zur Haupthandlung gemacht, während halt die Mutter-Geschichte wirklich fast schon rabiat fallen gelassen wird. Mhm. Und um es vorwegzunehmen, am Ende gibt es auch für diesen Mutterfall halt eine Auflösung, aber da dachte ich mir so, das hättet euch jetzt auch sparen können, weil ganz ehrlich. Ja, das wirkte so ein bisschen fadenscheinig fast, ne, am Ende, dass nochmal auf den letzten Metern dieser Mutterplot herausgekramt wurde. Ach ja, darum ging es ja eigentlich. Ja, genau. Ja, das war auch so mein Hauptproblem des Films. Vor allem finde ich auch, dass das Verschwinden der Mutter auch nicht so richtig aufgeklärt wurde. Ja, also es gibt ja schon eine Erklärung dafür, die möchte ich jetzt hier aber nicht spoilern. Ich fand sie aber, wie hast du gesagt, fadenscheinig, das trifft es eigentlich ganz gut. Und da habe ich mich auch gefragt, gut, das waren halt damals andere Zeiten, aber so ein bisschen grob fahrlässig war das schon, was sie da gemacht hat. Ja, und es wird auch irgendwie so ein bisschen relativiert, was die Mutter, sage ich mal, auf dem Kerbholz hat, ne, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wobei das ja auch so ein bisschen, also es wird ja nicht, wird das explizit gezeigt, dann habe ich es vielleicht verpasst. Also es wird natürlich, stöbert sie dann irgendwann so da drum in den Geheimnissen ihrer Mutter oder so, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt so richtig gezeigt wird. Ja, das ist das Problem des Films einfach, dass er da den Fokus verliert und dann am Ende irgendwie, also vor allem das Ende des Films fand ich irgendwie echt unbefriedigend, obwohl es eigentlich sogar ganz nett war und irgendwie natürlich auch auf ein Sequel zusteuert. Aber ich glaube, wir gehen jetzt auch ein bisschen zu frontal rein. Ja, weiß nicht, sollen wir vielleicht jeder mal so formulieren, was so unsere Erwartungen waren oder warum der uns überhaupt interessiert hat? Das ist eine gute Idee, dann fangen doch gleich damit an. Toll. Du bist heute echt motiviert, du bist ja der Moderator. Ja, ich könnte auch anfangen, aber weißt du, der Esel hat sich mal zuerst, deswegen. Natürlich, genau, ja. Ja, mich hat der Film, also wirklich so jetzt brennend interessiert hat er mich jetzt nicht. Ich fand's durchaus ganz nett. Ich kann mich erinnern, das war so eine der ersten News, die ich für Movie Break geschrieben habe. Movie Break, geil, muss auch mal wieder hier rein. Dass Henry Cavill Sherlock Holmes spielt in diesem Film. Und das fand ich durchaus ganz, ganz nett und generell die Vorlage klang auch ganz nett. Ich hatte ja dann ein bisschen dazu recherchiert und als ich dann gesehen hatte, dass der nicht mehr ins Kino kommt, sondern eben zu Netflix, also das müssen wir anmerken, das Ganze ist ja eigentlich ein Warner Brothers Film und das sieht man auch durchaus, also der dürfte schon ein bisschen was gekostet haben, auch bei der Besetzung. Ich glaube auch, dass Netflix, die ja im April erst die Vertriebsrechte erworben haben, glaube ich auch einiges auf den Tisch gelegt haben für den Film. Im April ging das schon über die Bühne?
Im April wurde der Deal geschlossen. Also wie gesagt, Warner wollte den in die Kinos bringen und dann kam man, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, aber es gab da diese Pandemie, dieses Covid-19. Ja, schon mal von gehört. Dann, ja, und hat dann den für die Vertriebsrechte an den Film halt an Netflix veräußert. Ich könnte gleich darauf eingehen, ich habe eine Vermutung, warum Netflix dazugeschlagen hat, aber machen wir jetzt mal das Thema jetzt hier fertig. Ja, warum Netflix dazugeschlagen hat, kann ich mir höchstens so erklären, dass naja, Millie Bobby Brown, ne, ist halt so ein Aushängeschild auch von Netflix über Stranger Things. Und, ja gut, dann haben wir es jetzt schon gesagt. Und Henry Cavill halt auch noch, ne? Also der ist ja, also wenn man es nicht wüsste, könnte man sogar denken, dass der Film eigentlich ein Netflix-Film ist. So von der Besetzung her. Ja, wobei, da muss ich auch sagen, es gab durchaus ein paar Bilder, die sahen mir schon sehr fürs Kino gemacht aus. Ja, das stimmt. Allerdings, lass uns jetzt mal wieder zurückkommen, was wir eigentlich besprechen wollten, und nämlich, ja. Welche Erwartungen wir hatten oder warum wir den Film gucken wollten. Mhm. Warst du fertig, Dominik? Ja, klar. Okay, dann Paul. Ich hatte eigentlich gar keine großen Erwartungen. Ich habe im Trailer nur den Cast gesehen und ich war ziemlich angetan von Henry Cavill und von Helena Bonham Carter, welche jetzt hier nicht so richtig Screentime hatte. Nur mal schnell am Anfang und ein bisschen am Ende. Aber ansonsten von der Handlung her hatte ich diese ganze Aufmachung und so, die hat mich so ein bisschen vom Trailer her erinnert an den neuen David Copperfield. Der jetzt, glaube ich, auch in die Kinos kommt, weil das auch so, also in der älteren Zeit spielt und dann so halt ein bisschen lockerer und leicht physischer da drüber gegangen wird. Aber mehr, nö, hatte ich nicht erwartet. Ja, also bei mir war es, ich fand den Cast ganz interessant. Der Regisseur, dieser Harry Bradbeer, hat so vorher Fleabag inszeniert. Das ist eine ganz großartige Serie, deswegen war ich auch durchaus interessiert. Und ich finde es immer ganz nett, wenn man so altbekannte, vertraute Figuren, wie jetzt eben Sherlock Holmes nimmt und dann nochmal drüber poliert und denen vielleicht neue Sachen ankreidet oder andichtet. Ich weiß, die Puristen werden das hassen, aber ich finde sowas immer ganz spannend. Und deswegen war ich durchaus angetan, als Netflix dann sagte, guck mal hier, 23. September kommt die nur noch Holmes. Da dachte ich, okay, guck ich mal an. Ja, ich muss zugeben, ich war von den Trailern tatsächlich da nicht so angetan. Also den Trailer selbst fand ich irgendwie nicht so gelungen, aber gut. Ja, also zum Trailer habe ich, glaube ich, echt überhaupt keine Meinung. Ich habe den, glaube ich, auch gesehen, aber ist halt so ein Trailer halt, ne? Also der wird schon darauf getrimmt sein, so möglichst viele Leute von Netflix zu versammeln, dass sie zumindest 2 Minuten zugucken. So viel sei gesagt, wir haben nicht nur 1% des Films gesehen, sondern 100%. Wir haben die ganzen 2 Stunden geguckt. Ja. Und da ist schon ein Kritikpunkt von mir versteckt, denn der Film ist zu lang. Oh ja. Mit 2 Stunden. Er ist jetzt nicht übermäßig zu lang, aber so nach 80, 90 Minuten habe ich mich dabei ertappt, dass ich unten bei Netflix schon so ein bisschen auf diese Timeline geguckt habe und gesehen habe, wie lang denn jetzt noch? Ja. Ich habe da nicht nur einmal drauf geguckt. Ich verzeihe dir, Dominik, aber ob das Netflix tut, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, also da es tritt halt das auf, worüber ihr am Anfang schon geredet habt, diese Fälle, die haben halt so bei mir auch nicht so wirklich das Interesse geweckt. Also weder das eine noch das andere. Das hat für mich nicht gehalten, um da 2 Stunden da meine Laune quasi oben zu halten und zu sagen, bleib jetzt an dem Film dran und guck jetzt, was die Auflösung ist. Da glaube ich, dass sich der Film dann streckenweise schon eher auf seine Charaktere verlassen hat als auf die Fälle. Was interessant ist, das ist ja ein Kritikpunkt, den wir Netflix-Filmen sehr oft vorwerfen, dass sie halt eben ihren Kreativling freie Hand lassen und dann kommt es schon mal vor, dass dann so Filme 2,5 Stunden gehen, die eigentlich nach 80 Minuten hätten zu Ende sein sollen. Grüße an The Last Days of America. Nur in dem Fall ist es ja so, dass Enola Holmes wirklich, als Netflix die Rechte gekauft hat, dass der Film ja wirklich fix und fertig war. Ja? Mhm. Das heißt, Netflix hat da nichts hinzugefügt und auch nichts geschnitten. Das heißt, der wäre so auch ins Kino gekommen. Das heißt, es ist irgendwie schade, dass jetzt diese altbekannte Netflix-Krankheit, nenne ich es mal, auch jetzt hier wieder zum Vorschein kommt, obwohl Netflix eigentlich bei der kreativen Entwicklung und Verwirklichung des Stoffes gar nicht involviert war.
Man muss ja sagen, dass das Ganze durchaus auch relativ verheißungsvoll anfängt. Also die erste Hälfte hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Was ich vor allem mochte, war die wirklich teilweise sehr schön verspielte Inszenierung von diesem Harry Bradbury, der ja hier sein Regiedebüt gibt, also halt Langfilmdebüt, Kinodebüt. Das hat mich so ein bisschen denken lassen an diesen Paul King, der zum Beispiel auch die beiden Paddington-Filme inszeniert hat. So diese Szenenübergänge und dieses Spiel zum Beispiel auch mit diesen Scrabble-Buchstaben oder auch diesen Inversion. Inversion, ja, ich musste auch dran denken an einer Stelle. Ja, Grüße an Janet, der einen etwas komplizierteren Plot hat. Aber das mochte ich eigentlich ganz gerne und Millie Bobby Brown hat auch wirklich gut funktioniert. Also die von Minute 1 an funktioniert die eigentlich. Die hat was sehr, sehr Keckes, sehr Widerspenstiges, aber obwohl die Figur eigentlich relativ neunmal klug angelegt ist, nervt einen das nicht und das ist schon viel wert. Ja. Ich muss sagen, also gerade am Anfang gebe ich dir recht, ich fand die erste Hälfte auch irgendwie besser oder hat mich noch ein bisschen Stück mehr unterhalten. Mhm. Aber bei Millie Bobby Brown hatte ich manchmal das Gefühl, das muss nicht unbedingt an ihr liegen, aber dieses, sie hat ja ständig die vierte Wand durchbrochen oder beziehungsweise als Erzählerin eben auch immer wieder das kommentiert, was sie gerade macht. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie sich da manchmal so ein bisschen ein Bein stellen, indem sie die Figur eben ihre Gefühle so ausdrücken lassen, dass es dann irgendwann aufgesetzt wirkt. Also es gab eine Szene, wo sie so ein bisschen herausfindet, was denn mit ihrer Mutter los ist und so. Und dann, also dann wird auf ihr Gesicht geblendet und sie sagt, wie sie sich fühlt. Und dann ist vielleicht, wäre mir lieber, dann zeig's mir doch. Und sag's mir nicht ins Gesicht. Ich muss aber sagen, also die Szene fand ich auch ein bisschen blöde, aber meist fand ich das immer sehr amüsant, sehr spritzig. Ja. Das brachte so eine gute Dynamik mit rein. Mhm. Sowieso ist das Beste am Film wirklich diese Millie Bobby Brown, die ich wirklich ganz, ganz toll fand. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das Problem ist halt einfach, dass nach einer gewissen Zeit halt dann du dich schon fragst, okay, sie ist total nett, jetzt gib mir eine Handlung. Und genau da ist das Problem halt eben, das haben wir gerade eben ja schon zu Beginn des Podcasts sehr deutlich gemacht, dass der Film da wirklich nicht auf einen guten Nenner kommt. Und was ich auch ein bisschen schade finde, also zum einen finde ich es gut, dass sie ist, wie gesagt, sie ist keck, sie ist couragiert, aber sie wirkt trotzdem noch verlässlich genug, dass man mit ihr mitfiebern kann. Mhm. Was ein Problem ist aber, dass diese Figur im Prinzip nach 10 Minuten schon komplett ausformuliert ist. Ja. Da passiert also die charakterliche Entwicklung, das sind, ja, marginal wird die vorangeschritten. Also ich finde, die Enola Holmes, die wir zu Ende des Films sehen, ist zu ganz großen Teilen die, die wir auch zu Anfang sehen. Und da fand ich ein bisschen schade. Ja, das wird dir dann auch leider so ein bisschen als Entwicklung verkauft, sage ich mal, ne? Weil der Film schließt ja mit der ähnlichen Sequenz, mit der er angefangen hat. Also da wird ja dann der Bogen geschlagen und da fragst du dich schon so ein bisschen, ja, was hast du jetzt eigentlich großartig Neues dazugelernt? Gut, du bist vielleicht ein bisschen weltoffener geworden, Mädchen, aber ansonsten ist jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dir passiert und wie soll man das sagen? Also ich würde sogar so weit gehen und also der Film kann sich nicht so wirklich entscheiden, was jetzt eigentlich der Plot sein soll. Deshalb ist das mit der Mutter, das ist eigentlich nur ein Kick-off, um sie irgendwie aus ihrer gewohnten Umgebung zu kriegen. Das ist fast eher so, als hätte man einen Film zu irgendeiner TV-Serie oder so. Also die ganze Serie hätte irgendwie nur in diesem Haus gespielt mit ihr und ihrer Mutter und dann geht's halt raus in die große, weite Welt im Kinofilm. So wirkte das auf mich. Und dadurch dann auch dieses so. Der Film hat auch, also du merkst schon irgendwie, dass dieser Harry Bradbeer, meine Güte, pur britisch, dass der vorher Fernsehen gemacht hat. Das merkst du, weil der Film zerfasert auch so ein bisschen in Episoden und gerade in der zweiten Hälfte gibt es eine, die hätte ich wirklich gar nicht gebraucht. Also halt die ganze Nummer mit Fiona Shaw und diesem Elite-Internat für Mädchen, das, naja. Hat man auch noch gar nicht gesehen, sowas. Ja, also der Film ist schon bemüht, auch eine durchaus feministische Botschaft mitzuteilen. Das finde ich auch gut. Aber de facto ist es halt einfach so, es sorgt dafür, dass der Film einfach überladen ist und sich nicht wirklich fokussiert. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie interessant, weil
diese Geschichte mit der Mutter, das fand ich von Anfang an spannend, weil da wurden halt so mit Buchstaben rätseln und dann wird hier was gesucht. Das ist echt so klassische Krimi-Kost. Mhm. Also wirklich so, wie ich mir so einen klassischen Sherlock Holmes vorstelle, halt nur mit einem sehr schwungvolleren Narrativ. Und dann wird das wirklich so fallen gelassen und dann kommt halt diese Geschichte mit Verschwörungen und Auftragsmördern und Familienintrigen. Ja, ja. Und da dachte ich mir so, das ist eine Geschichte, da hätte ich Enola Holmes in ein paar Jahren gesehen, wenn wir eine Weiterentwicklung sehen von ihr. Ja, jetzt in diesem Film, so wie ich sie kennengelernt habe, hätte es mir komplett ausgereicht, wenn sie wirklich ihre Mutter gesucht hätte und sie auch dann gefunden hätte. Wäre der Film deutlich kürzer gewesen. Ne? Deutlich kürzer. Ich meine, es gibt ja auch 2-Stunden-Filme, die sind kurzweilig. Das, ne? Ja. Aber durch dieses Unfokussierte, durch diesen harten Cut fast schon, ist es halt echt teilweise so ein bisschen ernüchternd. Und sehr schade, weil der Film halt unglaublich vielversprechend anfängt. Also die ersten 10, 20 Minuten saß ich vor meinem Bildschirm und dachte mir so, boah, cool, das macht Spaß. Ja, es ist kurzweilig, es ist unterhaltsam. Mehr möchte der Film ja auch gar nicht sein. Das ist so ein typischer, sage ich mal, Samstagnachmittagsfilm, ohne das jetzt böse zu meinen. Ja, solche Filme muss es auch geben, ne? Ja, ja, genau. deshalb passt der eigentlich dann in der Hinsicht schon gut zu Netflix. Was du auch gerade meintest mit dem Cut, das ist ja auch wirklich in der Szene zu spüren. Da gibt es ja diese Stelle, wo da irgendwie steht, oh ja, ihr Plan ist jetzt irgendwie searching my mother und dann so, ach nee, Mutter, du musst warten. Und dann wird aus Searching Mother wird irgendwie Saving the Lord. Saving the Lord oder so. Und da merkst du endgültig, dass der Film den Fokus verliert. Und da dann auch leider irgendwie zerfahren und zum Ende hin wirklich zäh ist. Also das hat mich alles nicht wirklich interessiert und vor allem auch das Finale ist irgendwie auch nicht so gelungen. Also das ist tonal irgendwie auch daneben, also an einer Stelle vor allem unnötig brutal tatsächlich und auch inszenatorisch mangelhaft an der Stelle, weil es ist nahezu komplett im Dunkeln. Und da überlege ich dann auch so, auf der Leinwand würde das ja noch gehen, aber zu Hause halt irgendwie auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher oder so, ist das schon irgendwie echt scheiße, wenn du da dieses düstere Setting hast. Ja. Na? Ja. Das stimmt. Ja, ich war vom Finale dann auch irgendwie, ich hatte erst noch gar nicht gedacht, dass das jetzt das Finale ist, aber dann war es irgendwie, ja, ganz schnell vorbei. Ja, und dann kommt noch dieses PS meiner Mutter, das wollten wir noch klären. Und dann ja, richtig, gibt's genau, nochmal 3 Minuten und dann ist der Film. Das wirkte so dran geklatscht, als wenn das ein Nachdreh gewesen wäre oder so. Ja, so, ach verdammt, wir hatten doch das erste. Ja, worum ging es in unserer Geschichte nochmal? Ach ja, ja, Helena Bonham Carter, komm doch mal schnell her. Und erzähl ja, genau, was du vorhattest und dann irgendwie doch nicht. Also generell finde ich den Film da, also du hattest ja gerade schon angesprochen mit Feminismus. Ich muss sagen, ich finde es teilweise zu viel. Also vor allem diese Stelle, wo sie da irgendwie diesen, ja, wie nenne ich das jetzt, diese Jiu-Jitsu-Gruppe da besucht, wo nur Frauen irgendwie catchen lernen und dann irgendwie auch noch eine Schwarze das irgendwie führt. Das war mir irgendwie alles zu dick aufgetragen, es war zu modern. Was ich an der Szene nicht mochte, ist, dass ich mag so Szenen allgemein nicht. Eine Figur kommt irgendwo hin und bekommt entweder einen besonderen Gegenstand oder bekommt irgendwas beigebracht und du weißt genau, innerhalb der nächsten 10 Minuten wird sie das anwenden, ja, um aus irgendeiner brenzligen Situation rauszukommen. Das war auch so. Ich fand die Szene, also die Szene, wo sie dann bei der Gruppe war, die hat mich dann nicht so gestört. Also mich hat dann wirklich diese eine Action-Sequenz, wo sie da gegen diesen einen Typen Lindworm. Ja, gegen den dann dort kämpfen, also da ich dachte, nee, das hat für mich auch irgendwie gar nicht gepasst. Mich hat das so ein bisschen daran erinnert, dass die Macher gedacht haben, warte mal, dieser Sherlock-Holmes-Film mit Jude Law und Rose, so erfolgreich. Warte mal, gucken wir uns doch mal an. Oh, die hat die Action drin. Verdammt, okay, dann lass es doch schnell. Oh, die war aber geiler geschnitten, als besser inszeniert, ne, von Guy Ritchie. Also auch wenn man über die Inszenierung durchaus streiten kann. Wir können aber noch mal ein bisschen auf den Cast eingehen, glaube ich. Ja, sehr gerne. Ich würde nämlich mal hier zu Sherlock Holmes himself kommen. Mhm. Zu Henry Cavill, weil den fand ich nämlich ziemlich großartig. Oh, das ist interessant. Dann würde mich interessieren, was du großartig daran fandest. Ja, ich fand so, das sind so
mehrere Dinge. Ich mochte nämlich einmal die Interpretation von Sherlock. Und sein schönes Haar. Cumberbatch verschließen. Ja, wirklich. Nein, ich fand sehr schön so eine gefühlsoffene oder so eine menschliche Seite von ihm zu sehen. Auch wie er quasi eine Art Vaterfigur oder, na gut, sie agieren nicht so häufig miteinander, aber so ein bisschen, er macht sich ja zum Beispiel Sorgen um Enola und so. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch in ihrem Gespräch am Anfang. Also ich fand Henry Cavill jetzt auch nicht schlecht oder so. Ich fand halt nur, das war so, hier ist Sherlock Holmes und jetzt ist er total empathisch, bitte einmal, danke. Und im Gegensatz darf dafür dann Mycroft der totale Unsympath sein. Und ich muss sagen, ich habe es dann eher genossen, Mycroft Holmes zu verabscheuen, als Sherlock Holmes sympathisch zu finden. Niemals. Weil, nein, weil das war halt wirklich so, der kommt an. Dann haben sie dieses Gespräch an Baum und dann sind sie, kommen so Vatergefühle irgendwie fast auf. Ich denke mir so, das ist mir zu wenig. Das muss für mich irgendwie, damit ich das wirklich gut finde, muss das heranreifen. Und das, ja, das und ja. diese, ich nenne es mal Sympathie, die sprießt ja aus dem Boden wie ein Baum, der Wachstumshormone hinter sich hat. Ja. Deswegen war ich da eher ein bisschen, ja, nicht so begeistert. Ich verstehe dich. Ich glaube auch, dass das noch ein bisschen mehr vertragen hätte, aber ich zumindest habe mich dann immer gefreut, wenn ich Sherlock wieder gesehen habe. Bist ein kleiner Fanboy, ne? Ja, und das ist halt so das Ding, weil, also wenn wir uns jetzt die anderen Sherlocks angucken. Sherlocki. Sherlocki. So nennt's. Dann ist das ja schon ein Unterschied, was man hier präsentiert bekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr da. Habt ihr dazu das noch zu dem Film gelesen, dass es da diese Rechtsstreitigkeiten gab? Ja. Da hat Dominik ja zu einer News geschrieben. Ja. Und es geht ja darum, dass dieser Conan Doyle Estate wohl Klage eingereicht hat, weil halt eben Sherlock in dem Film so empathisch rüberkommt, dass es nicht zu seiner Figur passt. Ich habe es tatsächlich anders gelesen und jetzt weiß ich nämlich nicht, ob da, also ich habe auch beides gelesen und jetzt weiß ich aber nicht, was von beiden richtig ist. Weiß aber auch nicht, ob wir das jetzt hier klären wollen. Also du, ich habe keinen einzigen Sherlock Holmes gelesen. Ich kenne halt nur viele Filme und Serien über ihn und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es in der literarischen Vorlage aussieht, aber vielleicht weiß Dominik es ja. Also es geht, der Conan Doyle Estate, geht es darum, dass da differenziert wird zwischen den Romanen, die vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, erschienen sind und nach dem Ersten Weltkrieg. Weil nach dem Ersten Weltkrieg wurde Sherlock Holmes tatsächlich deutlich empathischer. Also in den allerersten Büchern ist er wirklich ein. Also es wird ja oft behauptet, dass Cumberbatch es ein bisschen weit getrieben hätte mit seiner Interpretation in der BBC-Serie. Aber in den Büchern ist das gar nicht mal so anders. Der ist halt wirklich ein Eisblock, der Kerl. Der ist nahezu asexuell, abgesehen von Nareen Adler. Und ja, ich mochte Henry Cavill auch. Ich fand aber, er kam zu wenig vor. Und das ist halt, ja, das ist schon, so, ja, ja. Das ist so ungewohnt, Sherlock Holmes als Stichwortgeber zu haben. Er war eigentlich nur ein Stichwortgeber. Mhm, ja. Das muss man vielleicht akzeptieren, weil es so gesehen eigentlich ein Spin-off ist und halt Millie Bobby Brown irgendwie halt die Bühne gehört. Wobei es schöne Szenen zwischen denen gab, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr Raffinesse von ihm gewünscht und ein bisschen mehr Deduktion halt zum Beispiel. Ich meine, gut, da wird ja auch mitgespielt, als sie da irgendwie die vom Bahnhof abruft, oh ja, hier, meine beiden Brüder, der eine ist ein weltbekannter Detektiv und dann latscht er an ihr vorbei und erkennt sie nicht mal. Das Problem ist einfach, wenn du so eine Figur hast wie Sherlock Holmes, die halt einfach total bekannt ist, ja, mit einer der bekanntesten Figuren der Weltliteratur, die es gibt, die jeder kennt. Selbst wenn er noch nie was gelesen oder gesehen hat, jeder weiß, wer Sherlock Holmes ist und assoziiert sofort etwas damit. Das Problem ist, wenn du so eine Figur halt in so einem Film hast, der eigentlich sich um Enola Holmes dreht, ist es einfach so, sobald Sherlock irgendwas hat oder alleine du weißt, der ist dabei, hast du eine Erwartungshaltung. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du im Zoo stehen und sagen, ah, guck mal, da eine Giraffe. Ja, aber guck mal, da drüben ist ein tanzendes Disco-Alpaka. Ja? So ungefähr ist das. Wobei ich mir da jetzt schon die Frage stelle, das ist so die Frage, selbst die Leute, die Sherlock Holmes noch nie irgendwie gelesen haben und halt nur so vom Namen kennen, die fragen sich dann ja erstens, wo ist Dr. Watson? Und wer ist Mycroft? Ja. Ne? Und Mycroft, muss ich sagen, haben sie, das liegt auf keinen Fall an Sam Claflin, ich mag den auch echt gerne,
der ist ja auch irgendwie echt ein Bürokratenarsch. Das passt zwar auch zu Mycroft, was allerdings nie so zum Tragen kam. Mycroft ist eigentlich noch intelligenter als Sherlock, aber noch unnahbarer, ne? Genau, und deswegen kann ich auch, also mit Mycroft konnte ich auch nicht so viel anfangen da. Also ich bin jetzt kein Fan von ihm. Ne? Ich muss ja sagen, dass ich auch eine, also ich hatte ja auch eine Erwartung, beziehungsweise ich bin Sherlock-Fan, zum Beispiel auch von Cumberbatch. Und ich bin ja auch mit einer Erwartungshaltung zumindest an Sherlock, an die Figur Sherlock hinzugekommen. Und es war natürlich jetzt nicht die Erwartungshaltung, die ich dann hier letztendlich präsentiert bekommen habe. Ich hatte auch natürlich mit einem Cumberbatch-Verschnitt oder sowas ähnlichem so gerechnet, zumindest in die Richtung. Aber das dann, und dadurch, dass er auch nur so ein bisschen emotional, er wird ja trotzdem noch als Meisterdetektiv angesehen. So dieses bisschen, das macht aber schon ganz viel aus, finde ich, bei so einer Figur. Also, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein Mycroft Holmes Fan. Also, ich habe jetzt kein Poster von ihm aufhängen jetzt in der Wohnung. Naja, von Mark Gatiss schon. Es fiel mir einfacher, ihn unsympathisch zu finden, als dass ich jetzt Sympathien für Sherlock Holmes aufbringen kann, weil dafür, wie gesagt, war das so einfach so rausgeschossen. Übrigens, ich bin Sherlock Holmes und ich bin jetzt seine Vaterfigur. Ne? Und das bringt mich zu einer steilen These. Ich glaube, dass der Film nichts gewonnen und auch nichts verloren hätte, wenn man Mycroft Holmes und Sherlock Holmes einfach nicht aufgetreten lassen hätte. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob es überhaupt eine Relevanz hat, dass es im Sherlock Holmes-Universum spielt oder ob es vielleicht gereicht hätte, einfach eine junge Detektivin, die sich gegen die Konvention oder die sich gegen alte Konventionen durchsetzt, ob das vielleicht schon gereicht hätte. Ja, das ist so dann ein bisschen auch der Pferdefuß an der ganzen Nummer, ne? Also man kann es ja irgendwie so ein bisschen als, von der Autorin Nancy Springer kann man es so ein bisschen als Fanfiction einfach verstehen. Aber für das da, ich weiß nicht, mir ist dann, ja, Lestrade taucht dann auch irgendwie auf. Und natürlich auch Mycroft und ja, es wäre zumindest ganz schön gewesen, wenn vielleicht mal die Rede von Dr. Watson gewesen wäre. Aber wenn man jetzt so die Figuren weglassen würde, dann könnte man das auch in einem völlig anderen Setting spielen lassen. Ja. Also dann könnte das auch Nancy Drew a Girl Detective heißen oder so. Was jetzt nicht irgendwie Millie Bobby Brown abwerten soll. Ich muss aber sagen, was mir gefallen hat, und das merkt man auch, der Film hat auch, wie die Harry Potter Filme, ein schönes britisches Flair, finde ich. Und sowohl von der Inszenierung her als auch von den Darstellern, das sind ja wirklich fast alles Briten. Und man hat ja auch wirklich, man hat hier drei Harry Potter Schauspieler, nicht nur Bonham Carter, sondern auch Fiona Shaw als diese, Direktorin dieses Mädcheninternats und Frances Delatour dann noch in einer relativ wichtigen Rolle. Das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Ja, wobei der Harry Potter Cast ist so umfangreich. Ja, da ist gefühlt jeder Britens. Ich würde da jetzt keine Absicht unterstellen, dass da drei Harry Potter da sind. Nee, so meine ich das nicht. Aber dadurch hat der Film hat was sehr Britisches tatsächlich. Das ist sehr schön. Ja, das muss ich auch sagen. So teils. Es gab Momente, wo ich mir echt dachte, das sieht echt schön aus. Also ich glaube wirklich, dass die gerade da auf diesem Londoner Platz stehen. Mhm. Dann gab es aber auch wieder so Szenen, wo ich dachte, na, das sieht jetzt zu gekünstelt aus. Ja, vor allen Dingen fand ich diese, also wenn du London in der Großaufnahme oder so gesehen hast, sah jetzt meistens schwierig aus, fand ich. Ja, oder da war auch diese, ohne jetzt zu viel zu verraten, da gab es ja so eine Explosion und da haut sie dann irgendwie ab und die Funken, die sahen so künstlich schlecht aus. Aber das fand ich war eine schöne visuelle Szene, diese Explosion. Die hat mir gefallen. Ja. Und das mit London so, es ist halt scheiße, dass es 1900 noch keine Drohnen mit GoPros gab, ne? Ist halt wobei, ich fand die Szene mit dem Zug, fand ich tatsächlich auch schön. Also da merkst du schon irgendwie, dass es ein Kinofilm ist eigentlich. Hatte ich Assoziation mit Harry Potter tatsächlich. Ja, da ich ja, überlegt, dachte ja, mir ja. So, ist es einfach so, sobald ein etwas älterer Zug durch eine grüne, hügelige Landschaft fährt, denkst du so, ah ja, Harry Potter. Es hat aber irgendwie was gehabt, finde ich. Und du hattest ja auch sehr weite Landschaftsaufnahmen. Ja gut, es hatte wirklich was von Harry Potter. Es könnte sogar sein, es gibt halt nicht mehr viel von diesen Dampfloks. Es könnte sogar dieselbe sein, die sie einfach ein bisschen umgebaut haben. Ich weiß es nicht. Ja, und deswegen, ich würde schon sagen, dass das ein Versuch ist, so eine Reihe zu starten. Ja. Natürlich, ich meine, es gibt 6 Bücher und davon sind die ersten 4 in Deutschland erschienen. Zwar erst dieses und letztes Jahr. Aber
ganz ehrlich, wenn der Film genug Aufrufe hat, ich glaube, dass der erfolgreich sein wird, alleine durch Millie Bobby Brown, dann könnte es durchaus sein, dass Netflix sich denkt, oh ja, dann machen wir noch einen Film. Ob die dann aber genauso viel in die Hand nehmen werden wie jetzt hier, weiß ich nicht. Mal gucken. Mhm. Aber ich würde schon, also ich wäre nicht überrascht, wenn wir in 2 bis 4 Jahren Enola Holmes 2 und was der zweite Band heißt, Der Fall der linkshändigen Lady. Aha, ja, der hieß jetzt irgendwie Der Fall des verschwundenen Lords oder sowas, ne? Ja. Genau, so heißt halt die Vorlage, aber weißt du, wenn der Film auch so geheißen hätte, dann hätte ich mir gedacht am Anfang so, die Mutter suchen, aber es geht doch um verschwundenen Lord. Und dann nach einer gewissen Zeit denken, ach so machen die das. Aber so hat mich der Film eher so auf die Spur gelenkt, so, ja, dass die Mutter suche, ist total wichtig. Und dann eine Stunde später so, Entschuldigung, Film, was ist mit der Mutter? Welche Mutter? Ja, eine Mutter? Wir haben da was? Ja. Die taucht da nur in irgendwelchen träumerischen Flashbacks auf oder so, ne? Wobei, wenn Netflix das jetzt wirklich übernehmen sollte, dann hätten sie ja tatsächlich, weil das sagen sie ja auch immer wieder, dann hätten sie jetzt zum ersten Mal wirklich ein Franchise bei der Hand, ne? Und auch noch basierend auf einer erfolgreichen Buchvorlage. Also man weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, wünschen wir uns ein Sequel? Also, klar. Wie gesagt, ich habe jetzt 4 auf den Film draufgehauen und der ist alles andere als perfekt. Mhm. Aber ich finde, das bietet Potenzial, dass man da wirklich den einen oder anderen wirklich ganz charmanten Film rausbasteln kann. Ja. Und von daher, ich meine, es gibt halt irgendwie 30 Milliarden Spider-Man, 26.000 Batmans, da kannst du ihm noch den zweiten Enola Holmes-Film geben, habe ich keine Probleme mit. Ja, denke ich auch. Ich denke, wenn man sich vielleicht jetzt so, wenn man sich mal auf einen Fall konzentriert oder diesen Fall mir zumindest so interessant macht, dass ich dann Lust habe, da noch dran zu bleiben, könnte ich mir auch einen zweiten Teil angucken. Ja, gebt uns einen eigentlichen Fall. Das ist, glaube ich, so. Ja, genau. Das ist so die Kiste. Das waren ja eigentlich 2 Fälle in einem und der eine. Naja, die waren ja auch irgendwie so verschwurbelt. Ja, also, und irgendwie auch nicht. Weißt du, das ist ja jetzt irgendwie nicht einer von den alten Basil Rathbone-Holmes-Krimis, wo man irgendwie auch selber miträtseln soll. Aber hier war halt irgendwie gar nichts und dann wird dir auch diese Adelsfamilie einfach so vor die Füße geworfen und da passiert etliches Zeug, was zwar jetzt nicht irgendwie langweilig ist, aber dich irgendwie nicht interessiert. Das weiß ich nicht. Das ist erzählerisch einfach sehr holprig und das beginnt auch leider schon irgendwie, also ich hätte es zum Beispiel echt cool gefunden, wenn sie viel länger alleine gewesen wäre. Ne, weil dieser junge Lord da kommt ein bisschen sehr plötzlich, ja, und dann dachte man sich so, ja, jetzt nimmt das irgendwie doch so Young Adult Züge an, ne? Also in dem Zug aus dem Koffer fiel, habe ich auch irgendwie nach 2 Minuten gedacht, kannst du bitte zurück in den Koffer da oben kriechen oder so. Ja, Inversion. Aber das hat man, glaube ich, einmal sogar gesehen, wie er wieder hoch in den Kopf geschickt hat. Ja. Aber seien wir ehrlich, weißt du, sie treffen sich das erste Mal und du weißt sofort, oh nein. Romance is coming. Und ja. Ich fand es dafür dann noch ganz nett, dass sie es nicht allzu sehr ausgebreitet haben. Weil ich fand auch den Darsteller von diesem Lord Viscount Twistake, oder wie der heißt, das war so, also ich, ja, also das Gute ist, es ist eine menschliche weiße Leinwand, das heißt, man kann viel damit machen, aber jetzt. Ja, ich wirkt da auch so ein bisschen, keine Ahnung. Moment, weiß sogar überlegen, ob es irgendwie einer von wie heißen die denn jetzt nochmal? Diese scheiß Boyband da, One Direction oder so. So, der hatte so einen Harry Styles-Vibe. Louis Partridge heißt der Darsteller. Mhm. Louis Partridge, hab den Namen und ihn noch nie gesehen zuvor. Ja. Aber gut. Dominik, du bist doch hier derjenige von uns, der sich auch gerne mit Soundtracks beschäftigt. Ja. Jetzt ist dieser Soundtrack ja von dem werten Daniel Pemberton, ein britischer Filmkomponist, der schon einiges auf dem Kerbholz hat, durchaus tolle Scores gemacht hat, wie zum Beispiel zu den gerade eben schon erwähnten Codename Uncle, Steve Jobs, King Arthur, Legend of the Sword, Molly's Game und. Ja, ich lese das hier gerade ab. Wie fandest du denn den Score? Dass du jetzt auf den Score kommst, dem wollte ich eigentlich. Ja, weißt du, ich dachte mir, komm, jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde dran, da können wir jetzt auch noch so eine Special-Folge ausweiten und ich habe keine Themen mehr, deswegen. Ich fand den super, ehrlich gesagt. Der hatte ein richtig schönes Flair. Dadurch wirkte der Film auch so flott und spritzig und frisch einfach. Das
würde ich sagen, also für mich war der Score tatsächlich der heimliche Star. Also der hat eigentlich so den Film auch selbst über eher zähe Strecken getragen für mich. Also ja, der hat ihm so selbst einen Charakter verliehen, finde ich. Mhm. Und also mir hat der auch, was ich vorhin gesagt habe, ich fand die Effekte manchmal so ein bisschen hm oder so, aber der Score, den fand ich auch wirklich die ganze Zeit über auf einem konstanten Niveau und der hat das Ganze so eine Spritzigkeit gegeben. Ja. Das passte dann halt wunderbar zu der Inszenierung am Anfang, ne? Der dann halt am Ende so ein bisschen genau, die Puste ausging. Weil am Anfang dachte ich mir echt so, wow, das sind echt schöne Ideen visuell. Wie gesagt, ich musste an die Paddington-Filme denken, ne? Die halt auch so verspielt sind in ihren Übergängen. Aber sonst, also Danny Pemberton ist so oder so immer, weiß ich nicht, Into the Spider-Verse hat er gemacht oder jetzt zuletzt auch hier die Serie Der dunkle Kristall, die jetzt abgesetzt wurde. Die Musik ist fantastisch. Also der Mann ist sehr, sehr vielseitig und auf dem Weg nach oben, da kann man noch sehr, sehr viel von erwarten. Ja, ich glaube, oben ist er schon so gut wie angekommen. Ich meine, der hat ja wirklich diverse große Sachen. Also er hat auch bei Birds of Prey hat er gemacht, bei, wie gesagt, Ocean's 8, also schon durchaus große Hollywood-Projekte. Also ja. Ich will ehrlich sein, mir ist der Score nicht aufgefallen. Deswegen, aber ich bin für sowas, glaube ich. Ah, du Kunstbanause. Ja, es tut mir leid. Also komm, der war so frontlastig und so. Also ja, wirklich. Also komm. Der musste da aufgefallen sein, zumindest in den Szenen mit dem Zug oder so. Ja, ich habe den natürlich gehört, aber ich kann nicht sagen, dass ich das Ende des Films irgendwie da noch die Musikstücke im Kopf hatte, aber ich finde das ja gar nicht so schlimm. Für mich ist das dann eben so eins. Ne? Ja, das Gesamterlebnis, genau. Ne? Das fügt sich gut zusammen. Das hat der Papelitzki ja auch mal gesagt, wenn ihn Musik nicht stört, dann ist sie Teil des Films einfach, dann gehört sie einfach dazu, zur Stimmung und so weiter. Ja. Willst du mir also damit sagen, dass sie den Score eigentlich störend fandet? Nein, ich fand die... Hier beim Telestammtisch hört jetzt zuerst, Dominik König hasst Soundtracks. Lasse wird mich schlachten. Nee, ich fand den ein bisschen frontlastig und manchmal vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, das ist ja der Stil, finde ich. Also ja, das ist ja beabsichtigt, dass der wirklich so doch auffällt. Ja, ich fand den super. Es war auch ein schönes Hauptthema für sie. Auch am Anfang direkt, also du bist halt, auch durch die Musik bist du direkt in dieser flotten Inszenierung drin am Anfang. Ne? Ja. Und das ist dann so ein bisschen schade, weil die Musik, die hält den ganzen Film durch und die Inszenierung nur so, ja, mal großzügig so zwei Drittel. Ne? Die Inszenierung hat mich wirklich daran erinnert, dass es dieser Harry Bradbeer sich gedacht hat, komm, ich versuche mal ein bisschen so die Diätvariante von Guy Ritchie. Ja, ja. Und dann noch Sherlock Holmes, ne? Wobei ich da dankbar für bin, weil ich halt die Guy Ritchie-Variante oder also Guy Ritchie-Filme nicht mehr sehen kann, die neuen. Das geht mir auf den Geist. Deswegen, aber das war jetzt auch keine richtige Alternative. So. Also da irgendwie, weißt du, das war so nichts Halbes, nichts Ganzes. Es gab halt echt nette Einzelmomente in der Inszenierung. Aber ich gebe dir da schon recht, dass man da schon merkt, dass der eher aus der TV-Branche kommt. Aber er muss halt irgendwann mal anfangen. Und ja, bevor wir jetzt langsam mal Schluss machen... Langsam, ja, schon richtig noch voll. Was habt ihr heute gefrühstückt? Und wenn es ein Sequel gäbe, hättet ihr einen Wunschregisseur? Also ich habe heute früh ein Erdbeermarmeladenbrot gegessen, während ich mir diesen Film angeguckt habe. Sehr schön. Und was war die zweite Frage? Ich will ehrlich sein, ich habe mich nur über mein Frühstück interessiert. Ich wollte wissen, wenn jetzt wirklich ein Sequel kommt, ob du vielleicht einen Wunschkandidaten hättest für die Regie. Boah, nee. Hauptsache Henry Cavill ist dabei. Fanboy. Henry Cavills Regiedebüt für Paul, okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber gleich so ein Blockbuster. Ja. Bei mir, ach, weiß ich nicht, Harry Bradbeer kann das ruhig weitermachen. Ich habe ihn ja schon erwähnt, Paul King fände ich interessant. Ja, stimmt. Der kommt ja auch aus dem Fernsehen und hat auch so, der würde noch einen Tacken britischer daherkommen, glaube ich. Na, also die Paddington-Filme kann ich auch nur empfehlen, beide. Ja. Ich für meinen Teil, also Paul King ist eine gute Wahl. Ich habe mir überlegt, vielleicht diesen Paul Feig oder Feig, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, weil der durchaus was übrig hat für feministische Themen, die er aber durchaus locker verpackt. Und zum Beispiel Sachen wie Spy auch durchaus, ja, jetzt keinen Action-Overkill geliefert hat, aber schon gesagt hat, okay, er kann auch so mit Spionage was anfangen. Ich glaube, das könnte interessant werden. Ja, er hat doch, glaube ich, zuletzt diesen... Nur ein kleiner Gefallen, glaube ich, hieß der. Genau,
den habe ich doch nicht gesehen. Genau, genau, der ging ja auch so ein bisschen so in die Crime-Comedy-Richtung, wobei, es könnte aber sein unter Porfik, also ich war ja schon so mit diesen, ich fand diese feministischen Ansätze nicht schlecht, aber ein bisschen zu Holzhammer. Und mit Porfik könnte das schwierig werden, glaube ich. Ja, aber weißt du, ich denke mir dann immer, okay, da sind diese feministischen Ansätze halt im Holzhammer, aber überleg mal all die ganzen Filme, die du gesehen hast, in dem dieser Chauvinismus, dieses Machismo auch mit dem Holzhammer gekommen ist und man es eigentlich feiert. Ja. Von daher finde ich das nicht so schlimm. Ja, ist was dran. Und also ja, es ist wirklich im Holzhammer, ganz klar, gerade diese Jiu-Jitsu-Superfrauengruppe. Das wirkte unfreiwillig. Aber das ist halt. Ja. Aber das ist jetzt auch eine Szene von 3-4 Minuten. Also das ist, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, was ich halt so ein bisschen kritisch sehe, ist halt, dass die Motivation von Bonham Carter dann irgendwie einfach so, ja, hingenommen wird. Und die ist ja, wobei auf der anderen Seite, das wird natürlich schon, also da wird ja schon irgendwie kommentiert, dass die zu weit geht mit dem, was sie da vorhat. Aber es wird nicht kritisch genug hinterfragt am Ende, finde ich tatsächlich. Aber bevor ich jetzt hier noch spoilere. Ja, Millie Bobby Brown guckt nur einmal in die Kamera und sagt, er kann nicht meiner Mutter jetzt noch trauen oder so. Oder irgendwas in die Richtung, sagt sie dann so. Hm. Ja, das war die Szene, ne? Das, ja. Wobei Bonham Carter schon super war. Ja. Wobei, ich hätte mir da besser gefunden, wenn sie in die Kamera geguckt hätte, diese Millie Bobby Brown einfach gesagt hätte, what a bitch. Nein, gar nichts. Sie soll immer nur in die Kamera gucken. Und dann kann ich das schon aus dem Gesicht lesen, wenn sie es gut spielt. Okay, also Paul, du bist eindeutig das Team Show, Don't Tell. Ja, und ich sag mal noch so, ich streiche jetzt vielleicht mal kurz für die Fortsetzung meinen Henry Cavill, weil von dem Henry Cavill, also da habe ich ja jetzt schon mal gesehen, vielleicht möchte ich lieber ein bisschen mehr Helena Bonham Carter sehen. Schön, ja, sehr gerne. Das wäre schön. Die Frau ist immer gut, ja. Von daher. Ich glaube, wir können jetzt langsam zu einem Fazit kommen. Ja. Ja. Aber jetzt ist es immer ein Special. Es ist ein Special. Wir haben es geschafft. Andi wird sich freuen. Ja. Ich dachte nach 10 Minuten, oh, das wird eine kurze Netflix-Besprechung, aber dann dachte ich mir, nein, du musst das jetzt bis zum Exzess treiben und ich habe es geschafft. So. Irgendjemand hatte mal gesagt, dass wir lange kein Netflix-Special haben und seitdem wir diesen Cast aufgenommen haben, haben wir jetzt schon 3 oder 4 Netflix-Special aufgenommen. Ja. Nimm das. Ja, wir haben auch noch einige in der Pipeline. Ja. Okay. Dann wird es Zeit für, erstmal, welche Punkte vergeben wir? Ich habe noch nicht erzählt, was ich gefrühstückt habe, als ich den Film geguckt habe. Ja, stimmt. Das interessiert auch keinen mehr. Aber bitte mach's. Bitte. Egal. Ja, nein, nee, komm, wir kommen. Nein, jetzt musst du es ja schon sagen. Knuspermüsli. So. Okay. Ja, da, ich muss jetzt jedes Mal an Millie Bobby Brown denken, wenn ich das esse. So, jetzt Fazit hier, komm. Sonst kommen wir echt auf eine Stunde. Übrigens, Millie Bobby Brown hat den Film mit ihrer Mutter Paige produziert. So. Ja, das habe ich auch gesehen im Abspann, ja. Ja, gut. Okay, wirklich. Welche Punkte vergeben wir? Ich könnte mir vorstellen, wir könnten Xianthemen oder Xianthanten, wie die heißen, die Blumen, aber ja. Chrysanthemen. Ja, also wirklich so. Ja, gut, dann vergeben wir halt Grüße am Themen oder wie diese komischen Blumen da heißen. Ich möchte anmerken, dass meine Mutter einen grünen Daumen hat, den hat sie mir aber leider nicht vererbt. So. Also, Paul, du kannst vergeben 0 bis 5 von diesen komischen Blumen. Gut, dann mache ich das. Also ich vergebe, ich glaube, wir haben jetzt lang genug gesagt, warum und wieso. Ich vergebe 2 und noch ein Stängel, also 2,5 von 5 Chrysanthemen. Genau. Okay. Dominik. Ja, ich bin da relativ gleich auf mit Paul. Ich würde mich vielleicht sogar noch erweichen lassen zu einem halben Stängel mehr mit ganz viel Willen. Es ist ein Film, dem kann ich jetzt weder sonderlich böse sein, noch ihn jetzt abfeiern. Der ist einfach, es ist jetzt auch kein totaler Mähfilm. Nee. Aber irgendwie habe ich mir den ein bisschen unterhaltsamer und vor allem kurzweiliger erhofft. Ja, gut, dann mache ich das den Hattrick mal voll. Ich gebe auch 2,5 von diesen Grüßern Maya, wie die heißen. Der Hauptgrund, warum der Film trotz allem noch gut, einigermaßen gut funktioniert, ist Millie Bobby Brown. Das ist für mich ist das Fakt. Die trägt den Film, das ist eine tolle Leistung. Sie hat auch ihre erste Hauptrolle, glaube ich. Naja, Stranger Things und glaube ich, in Godzilla H2 hat sie auch eine Hauptrolle, würde ich sagen. Ja, gut, ja? Okay. Ja. Ich glaube, sie hatte auch mal in so einer anderen Serie auch die Hauptrolle gespielt. Ja. Es ist aber ihr erster Film, in dem London nicht zu Asche pulverisiert wird. Das ist auch mal ganz schön. So.
Ja, also Millie Bobby Brown for the win. Für mich der klare Grund, warum der Film noch funktioniert, aber Henry Cavill. Wie bitte? Keine Ahnung. Sorry, aber ist dir gerade dein Marmeladenboot hochgekommen oder was? Nein, also Millie Bobby Brown ist toll und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja. Millie Bobby Brown ist toll. Insgesamt ein Film, den ich in die Kategorie ablegen würde, kann man gucken, muss man nicht. Ja, da passt da wunderbar rein. Gut. Ich denke, das trifft. So, genau wie diesen Cast. Alles klar. So, Jungs, es war mir eine große Freude, mit euch über Enola Holmes reden zu können und zu erfahren, was ihr gefrühstückt habt. Ich sage Tschüss und hört auf zu lachen und übergebe euch das letzte Wort. Ja. The game is on. Ciao, ciao. Tschüss.